Hi, nur Profis können so gekonnt mit dekorativem Glas arbeiten, sodass man sogar Appetit darauf bekommt. Guck dir das heutige Video bis zum Ende an. Sowohl deine Augen als auch deine Ohren werden sich bei dir dafür bedanken. Los geht's! Man könnte denken, dass es Holzschnitzerei ist. Dabei handelt es sich um die Arbeit japanischer Handwerker mit Keramik. Unglaublich! Mit einem Laser lässt sich wirklich alles aus Metall schneiden. Und vor allem wie? Nur ein Chirurg kann diese Arbeit genauso gut erledigen. Eine perfektere Maurerarbeit haben wir wohl noch nie gesehen. Perfektionisten, aufgepasst, das ist definitiv euer Traumjob. Dieser Mann hat eine sehr ruhige Hand. Wusstest du, dass man so einen großen Felsen auf solch eine Weile in zwei Teile spalten kann? Wie viel hat er daran gearbeitet, um solche Fähigkeiten zu erlangen? Ein Video, das auch den Geruch übermittelt. Es scheint nur auf den ersten Blick keine Ästhetik zu geben. Gleich wird er dich aber überraschen.
Selbst ein Reifenwechsel kann zur Kunst werden. Vor allem, wenn es sich um solch riesige Reifen handelt. Ein weiteres Video, das den Geruch übermittelt. Jetzt ist klar, warum Echtlederprodukte so teuer sind. Den Zweck dieses Geräts wirst du bestimmt nicht erraten. Dabei handelt es sich um ein innovatives Rohrreinigungssystem mit heißem Dampf, das diesen Prozess sauber und einfach macht. Und so sieht es in Aktion aus. Die Arbeit dieses Werkzeugs zur Herstellung von Mustern kann man sich endlos anschauen. Wobei der Boden auch ohne Muster schön aussehen kann. Zum Beispiel, wenn man ihn mit Hilfe eines Hochdruckreinigers wieder sein ursprüngliches Aussehen verleiht. Dieser Typ geht mit der Spachtelmasse wie ein Künstler um. Guck dir nur diese Geschwindigkeit an. Wir hätten natürlich gefragt, wer so hohe Büsche braucht, wenn wir nicht so fasziniert von dem Geschehen gewesen wären. Bei diesen Aufnahmen bewundert man die Arbeit der Maschine und macht sich gleichzeitig Sorgen um die Finger des Mannes. Es ist unglaublich befriedigend zuzuschauen, wie schmutzige Dinge wieder sauber werden. Überzeug dich selbst. Wenn er in allen Städten Pflastersteine verlegt hätte, hätten Frauen keine Probleme mit ihren Absatzschuhen. Wusstest du auch nicht, dass so etwas möglich ist?
Diese Männer haben definitiv keine Probleme mit der Stimmung und emotionaler Stabilität. Ist das etwa nicht perfekt? Die Arbeit der Wasserinstallateure sieht verwirrend und beruhigend zugleich aus. Wie kann man etwas automatisieren, das nicht automatisiert ist? Die Arbeit eines Schweißers ist nicht besonders romantisch. Der Prozess an sich sieht aber ziemlich erstaunlich aus. Dieses Video sieht wie eine Welle in einem Fußballstadion aus. POV, wenn man den Sportplatz streichelt und es genießt. Fast fertig, nur noch der letzte Schliff. Dieser Handwerker stattet jeden Schlüssel mit einem einzigartigen Schlüsselbart aus. Fünf Tage pro Woche in den Schuhen dieses Mannes zu stehen, muss recht hart sein. Dafür kann man sich das einfach ewig anschauen.
Gerüchten zufolge sollen sie diese Bewegungen auch zu Hause machen. Metall zu schmieden ist eine harte Arbeit. Dafür kann man stolz darauf sein, dass man so episch am Arbeitsplatz aussieht. Diesen Vorgang beobachtet man lieber aus der Ferne. Es gibt doch noch Kraftarbeiter mit Mumm. Ein Meister seines Fachs lässt sogar den Lehmboden wie Butter aussehen. Ja, die Arbeit mit Holz ist eine ganz eigene Art von Vergnügen. Mit diesen Frauen wirst du wahrscheinlich nicht im Sägen mithalten können. Es hält uns allerdings niemand davon ab, sie bei der Arbeit anzuschauen und es zu genießen. 3, 2, 1, go! Okay, lass uns von unseren Bildschirmen etwas entspannen. Aber nur bis zum nächsten Video. Gib uns ein Like, wenn du während des gesamten Videos nicht mehr als 3-mal geblinzelt hast und bis bald.